So ein schönes Pferd. Jedes Sportpferd geht hier auch auf die Koppel. Das gehört unabdingbar zu einer guten Haltung. Und deswegen versuchen wir, unsere Fütterung so nah wie möglich an der Natur zu haben. Viel Heu, dazu Hafer. Zum Thema Fütterung gehören für mich auch die Zähne des Pferdes. Der Reiter sollte auch, wenn er morgens sein Pferd das erste Mal sieht, die Beine abfühlen. Neben dem tierärztlichen Team des Vertrauens gibt es zum Beispiel regelmäßige Kontrollen durch die Osteopathin und Physiotherapeutin. Bei Pferden mit einem hohen Muskeltonus haben Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benjamin schon gute Behandlungserfolge mit Akupunktur erzielt. Zur Ganzheitlichkeit gehören also durchaus auch alternative Heilmethoden. Jessica von Bredow-Werndl massiert ihre Pferde selbst. Mit den Handflächen spürt sie nach, wo Verspannungen zu finden sind. Also jeder muss da richtig seine Arbeit machen. Dann denke ich auch, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind. Wenn das Pferd nicht fit ist und nicht happy, wenn er da reingeht und denkt, ach, dann muss ich da wieder rein und die Übung machen. Dann soll so reingehen, ja, ich will arbeiten.